Freunde, herzlich willkommen hier am Campingplatz. Verdammt geiles Wetter, sieht man, Sonne, Wind, nicht zu heiß, aber trotzdem sehr, sehr warm. Unser Zelt haben wir aufgebaut, wir waren schon unterwegs, waren schon in der Nordsee. Also ich jedenfalls bin unterwegs gewesen, habe einen Krebs geärgert. Hat man ja vielleicht gesehen. Und wir werden jetzt nochmal losgehen. Und los geht's. Brauchen wir noch Kaffee? Ja. Muss. Wissen Sie was? Ja. Kennen Sie den da? Das ist der Major Softwell. Moin. Moin. Gucken, wenn wir ihn filmen, ob da was passiert bei. Ob da was Lustiges passiert. Aufbackwaren. Auf der anderen Seite fehlt auch noch was. Moment. Okay. Das ist Sommerfeeling mit dem Hawaii-Hemd. Wir haben hier einen Rebemarkt gefunden. Jo, moin Leute. Ja? Der mega geile Sonnenuntergang. Ich gehe mal aus dem Bild. Mega geil. Das kommt gar nicht so rüber. Das kommt gar nicht so rüber mit dem Handy hier, das Ganze. So, gegen die Sonne ist immer eine sehr gute Idee. Ich wünsche euch einen schönen guten Tag. Es ist der Tag Nummer 2, der komplette. Also der dritte Tag eigentlich schon, wo wir hier sind. Es ist windig. Ich hoffe, man versteht mich überhaupt. Da hinten ist die Sonne. Ich müsste mich eigentlich umdrehen. Dann sehe ich aber nichts. Ja, bisher haben wir so ein paar kleine Impressionen gemacht. Auf dem Weg ins Wattenbad, wird das mal gegessen? Klar. Nee? Momentan ist keine Nordsee da, deswegen gehen wir jetzt ins Wellenbad. Ist kostenlos. In diesem Sinne, ich schwitze, Alter. Das ist ja auch nichts besser. Nochmal 100 Millionen. So Leute, heute geht's tatsächlich mal ins Wellenbad, ins Richtige, wo es auch richtig Geld kostet. Und danach wird, denke ich mal, gebohlt. Mal schauen. Oder? Denke ich auch.
gerade noch so gechillt hier vorm Zelt sitzen. Hier. Nein, das ist kein Bier, das ist Malzbier und das ist nicht meins. Überhaupt nicht. Tja, in dem Sinne, wir sehen uns heute noch. Also aktuell ist die Bahn kaputt. Erzählen Sie mal, wie geht's Ihnen so? Ja, ne, das ist... Also mir geht's gut. Ja, ja. Den anderen geht's hier wohl auch ziemlich gut, habe ich gehört. Ja. Die Bahn ist wieder frei, habe ich gehört. Die Bahn ist bisschen guter. Genau. So Leute, für das heutige Video, wir sind heute beim Bowlen, beim Saturn Bowling Center in Cuxhaven. Ist wirklich sehr zu empfehlen. Nette Leute, auf jeden Fall mega geil am Start hier, jo. Hallo. Mega die netten Menschen. Ich film hier lang, weißt du? Deine Flotte will keiner sehen. Wow. Hallo. Strike again. Die hat eine Gardine an. So, es ist wieder sehr sonnig und wir sind dieses Mal an einem Ort, wo es noch sonniger ist als sonst. Nee, wir sind in Cuxhaven, Sahlenburg und wir werden jetzt uns einen Kletterpark anschauen. Oh, mal sehen, wie das wird. Ich denke, es ist dort auch nicht kälter als hier. Wir haben jetzt aktuell 29,9 Grad, also ich sag mal 30. Was soll's. So, up to date sind wir alle. Ja, da ist der Rest. Da kommt Edeka Lester. Bis dann. Wir sind hier im Kletterpark in Cuxhaven, Sahlenburg. Also ein bisschen Impressionen, also ganz schön hier. Ich bin jetzt heute nicht geklettert, ich hatte keine Lust, es ist zu warm. Ich habe jetzt hier so eine kleine Zipline. Für die Kinder und da sind wir jetzt gerade unterwegs. Das ist auch ein Kinderspielplatz. Eigentlich ganz lustig. Das Ganze jetzt mal in Farbe. Frühmorgens. Noch alles schläft. Man sieht nicht viel. Außer dass es ein bisschen dunkel ist. Das ist aber auch alles. Ne? Wenn ihr mal rüber guckt. Ja? Das ist die Deichanlage. Ist eigentlich sehr schön hier. Liegt der übrigens jeden Tag über sowas. Hast du gehört, das ist Osterfeuer, meine Damen und Herren. Das ist eigentlich zu Ostern hier. Das musst du eigentlich rausschneiden. Das muss ich auch rausschneiden, wegen der Ehrlichkeit. Ihr habt es nicht gesehen.